31. Dezember 2020, 20.23 Uhr im Gespräch mit Polizeioberrat Thilo Kaplitz, Pressesprecher der Polizei Berlin. Wie läuft die Silvesternacht bisher aus polizeilicher Sicht in Berlin? Bisher verläuft die Silvesternacht sehr ruhig. Wir sind auch froh, dass all das greift, was zum einen der Senat an Maßnahmen ergriffen hat, zum anderen wir natürlich mit polizeilichen Maßnahmen unterstützen und insbesondere, dass die Bürgerinnen und Bürger sich ja, verantwortungsbewusst zeigen, sich zurücknehmen, was sie das ganze Jahr schon über getan haben, was auch dieses, insbesondere in dieser Nacht natürlich besonders schwer ist. Aber trotzdem tun sie es, eben für die Sicherheit, für die Gesundheit aller. Wie viele Polizisten sind heute in Berlin im Einsatz? Wir sind mit rund 2.900 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz über den normalen Funkwagen-Einsatzdienst, der ohnehin jeden Tag stattfindet, noch hinaus. Das ist durchaus ein Kraftakt, den wir aber stemmen konnten mit der Unterstützung aus anderen Bundesländern. Wir haben mehrere hundert Kolleginnen und Kollegen aus Baden-Württemberg, Brandenburg, aus Hessen, Rheinland-Pfalz und von der Bundespolizei, die uns eben hier im Einsatz unterstützen. Die Frau Polizeipräsidentin hat sich ja heute über Twitter fast schon überschwänglich bei den Polizisten aus den anderen Bundesländern bedankt. Wie ist das zu verstehen? Insbesondere zu einer solchen Lage. Silvester feiert man nicht nur in Berlin, sondern weltweit. Und von daher ist es nicht selbstverständlich, dass andere Bundesländer ihre Einsatzkräfte einfach so entsenden, sondern die müssen natürlich genauso haushalten. Die müssen genauso gegen die Pandemie ankämpfen, genauso Infektionsschutzmaßnahmen durchsetzen, genauso mit den üblichen Einsatzgeschehen zu Silvester rechnen. Und von daher ist es alles andere, wie gesagt, als selbstverständlich, seine Kräfte zu entsenden. Was sagen Sie als Polizeisprecher zu dem Besuch des Innensenators heute bei der 22. Einsatzhundertschaft am Großen Stern, auch im Beisein der Familienministerin des Bundes? Ja, also Herr Senator Geisel lag es am Herzen, sich bei den Einsatzkräften nochmal zu bedanken. Unter anderem hat er deshalb die Kolleginnen und Kollegen besucht, um sich auch mal ein Bild direkt aus dem Einsatz zu verschaffen, was er ohnehin schon häufiger getan hat und auch häufiger tut. Aber heute war es ihm insbesondere in dieser sehr schweren Phase auch nochmal sehr wichtig zu zeigen, dass er ganz stark hinter seinen Einsatzkräften steht. Es gibt heute 56 Verbotszonen, in denen nicht geböllert werden darf. Wie schafft es die Polizei, da nach den Rechten zu sehen und diese Verbote auch durchzusetzen? Wir haben unser Konzept darauf ausgerichtet, dass wir eben stadtweit unterwegs sind, insbesondere mit dem Fokus natürlich auf die Verbotszonen. Hier am Steinmetz, im Steinmetzkiez und am Alexanderplatz haben wir ja besonders gesicherte Bereiche nochmal eingerichtet. Das rührte ja auch aus den Erfahrungen aus den Vorjahren, in denen es hier zu schwerwiegenden Angriffen auch auf Einsatzkräfte kam. Das verbindet sich heute in dieser Nacht natürlich mit dem, mit der Pandemie, mit dem Infektionsschutz. Von daher haben wir hier fix auch Kolleginnen und Kollegen, die hier eingeteilt sind. Darüber hinaus bestreifen wir das gesamte Stadtgebiet und setzen dort dann auch immer punktuell Schwerpunkte, wo sich eventuell eine Lage entwickeln könnte. Bisher, toi toi toi, ist die Stadt aber weitestgehend ruhig. Ich meine, 56 Verbotszonen erscheinen einem ja viel. Die Polizei Berlin hat dazu eine Karte veröffentlicht im Internet, in der diese Zonen eingezeichnet sind. Die erstrecken sich also von Süden nach Norden, von Westen nach Osten. Also selbst wenn 2.900 Einsatzkräfte ihre Arbeit tun, erscheint mir das doch herausfordernd, diese Verbotszonen alle im Blick zu behalten. Ist es definitiv. Deshalb kommen ja auch mehrere Sachen zusammen. Zum einen die, ich sag mal, rechtliche Grundlage, unsere polizeilichen Maßnahmen und die verantwortungsbewussten Berlinerinnen und Berliner. Und dank dieser, muss man sagen, verhält es sich jetzt so, dass wir eine sehr ruhige Einsatznacht haben, eine sehr ruhige Einsatzlage, was sich natürlich im Rahmen der Nacht noch weiterentwickeln kann. Jetzt schon Bilanz zu ziehen, wäre deutlich zu früh. Aber letzten Endes ist, auch wie bei einer Pandemie im Allgemeinen, jeder Einzelne und jeder Einzelne gefragt, seine Verantwortung wahrzunehmen. Können Sie noch kurz ein Wort sagen zum Alexanderplatz und hier zum Steinmetzkiez, zur Palaststraße, Steinmetzstraße? Weil das ist ja eine andere rechtliche Grundlage als die 56 Zonen, die die Senatsverwaltung jetzt erstmals bekannt gegeben hat.
Genau. Wir haben hier zwei besondere Zonen. Das ist einmal der Bereich hier im Steinmetzkiez und der Alexanderplatz. Hier basieren unsere Maßnahmen, also das ist tatsächlich auch eine polizeiliche Verfügung, das basiert auf unserem Erlass, wenn man so möchte, unseren Maßnahmen, dass hier eben ein Ansammeln auch verboten ist, aber auch das Abbrennen von Pyrotechnik. Das beruht eben auf den Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren sammeln mussten, dass es an einzelnen Bereichen massiv Übergriffe auf Einsatz- und Rettungskräfte gab. Dazu zählt dieser Bereich und genauso der Alexanderplatz. Und genau deshalb wurde das erlassen. Nun kommt natürlich hinzu die Pandemie, sodass das ein weiterer Faktor ist, um eben hier Ansammlungen zu vermeiden. Es gibt auch ein Alkoholverkaufsverbot seit 14 Uhr. Und wie wird das kontrolliert oder durchgesetzt? Wie reagieren die Beamte, wenn dann doch mal ein Späti unterm Ladentisch ein Bier verkauft und die Polizei davon Wind bekommt? Also ganz klassisch geht es erstmal darum, auch hier wieder mit den Menschen zu sprechen, sie darauf hinzuweisen, was gestattet ist und was nicht. Und dann gibt es welche, die fahrlässig aus Versehen unbedarft handeln. Und dann gibt es welche, die vorsätzlich handeln. Und da schreiten wir natürlich genauso konsequent ein und werden auch entsprechend ahnden. Und darf denn Alkohol getrunken werden, also konsumiert werden auf der Straße nach 14 Uhr? Na, jetzt muss man auch wieder differenzieren, Konsummöglichkeiten. Also da müsste man jetzt nochmal genau in die Verordnung gucken, weil es gibt tatsächlich unterschiedliche Aspekte, die damit einfließen. Aber dürfte man jetzt hier auf der Straße, jetzt zum Beispiel, wo wir gerade sind, auf dem Steinmetzkiez, dürfte man jetzt hier gerade Alkohol trinken? Müsste ich, wie gesagt, nochmal im Detail reinschauen. Okay. Wie ist denn die Versammlungslage? Weil es ist ja heute ein absolutes Versammlungsverbot, wie ich das verstanden habe. Das gilt auch noch bis einschließlich morgen am Neujahrstag. Ursprünglich waren ja diverse Versammlungen auch angekündigt, auch für den heutigen Tag. Wie ist da die Versammlungslage bisher? Bisher hat keine Versammlung stattgefunden. Also bisher haben sich keine Personen zusammengefunden, die auch eine entsprechende Versammlung abhalten wollten. Wir werden das natürlich weiter im Blick behalten, weil nicht immer hält man sich an Versammlungsverbote. Die Erfahrung mussten wir nicht nur dieses Jahr machen, sondern darüber hinaus auch, aber insbesondere auch dieses Jahr. Im RBB 24 war gestern ein Text erschienen, in dem Geisel, der Senator für Inneres, zitiert wurde, dass er ja stellenweise Gewalt erwarten könne. Ist da schon was passiert in der Richtung? Also gab es Gewalttaten bisher heute? Kann ich Ihnen jetzt für die gesamte Stadt kann ich Ihnen jetzt natürlich nicht sagen, aber im Rahmen des Einsatzes wurde mir jetzt noch nicht mitgeteilt, dass es da zu besonderen Gewaltausbrüchen oder Angriffen gekommen wäre. Das kann sich aber, wie gesagt, noch entwickeln. Wir haben es jetzt noch nicht mal 21 Uhr. Schwerpunkt zu Silvester oder zum Jahreswechsel ist eben immer 0 Uhr und von daher muss man mal gucken, wie sich das dann entwickelt. Jetzt stehen hier auch viele Kolleginnen von Ihnen mit einer Mund-Nasen-Schutzbedeckung. Sie tragen jetzt natürlich keine, weil Sie ein Interview geben müssen und sprechen müssen. Aber jetzt gibt es ja das Thema Atteste, die manche Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen davon befreien, eine Mund-Nasen-Schutzbedeckung zu tragen. Und da ist es schon vorgekommen, dass vielleicht die Polizei diese Atteste kontrolliert und gegebenenfalls auch beschlagnahmt oder abfotografiert, wenn da mutmaßlich es nicht mit rechten Dingen zugeht. Können Sie noch mal sagen, vielleicht, falls Sie dazu auskunftsfähig sind, was sind denn die Anforderungen an so einen Attest? Was muss das enthalten? Weil das immer wieder auch zu Gesprächsbedarf führt. Das weiß der Arzt am besten. Den würde ich fragen. Wir wissen natürlich, wir haben gewisse Indikatoren, die da auf eine Fälschung hindeuten. Und die würde ich jetzt ungern preisgeben, weil die uns natürlich dann die Ermittlungen auch deutlich erschweren würden. Von daher, ein Arzt, ein niedergelassener Arzt, der weiß sehr wohl, was er dann entsprechend attestieren kann und wie er es zu attestieren hat. Und genau der sollte auch das nur attestieren. Wenn es jemand anderes tut, wenn man sich was runterlädt aus dem Internet, dann ist es eben ein gefälschtes Attest. Dazu noch eine letzte Nachfrage. Ich bin also auch Zeuge von Gesprächen geworden zwischen Menschen mit Attesten, die vorgezeigt wurden. Es gab ja auch diese Schwerpunktkontrollen vor ein paar Wochen, wo ja auch 1000 Polizisten mal an einem Wochenende im Einsatz waren und auch sowas kontrolliert haben. Und da haben einige Polizisten gesagt, auf dem Attest müsse die Diagnose stehen oder die Krankheit stehen. Können Sie dazu was sagen, ob also wirklich ein Attest die Krankheit des Erkrankten erwähnen muss, benennen muss? Wie gesagt, würde ich jetzt ungern ins Detail gehen, ganz einfach vor dem Hintergrund, weil für uns macht es natürlich deutlich leichter, eben gefälschte, zumindest Anzeichen von gefälschten Attesten schneller zu entdecken. Wenn ich die jetzt preisgebe, könnte es uns die Ermittlungstätigkeit deutlich erschweren.
Und ist die Polizei berechtigt, einen Attest sicherzustellen, wenn der Verdacht besteht, dass es sich um eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit handeln könnte? Ja, da richten wir uns dann nach den geltenden Gesetzen und können dann auch entsprechende Beschlagnahmen durchführen. Heute ist auch eine große Silvestergala am Brandenburger Tor, die vom Zweiten Deutschen Fernsehen produziert wird. Das wird auch von der Polizei gesichert. Es gab auch einen Tweet von der Polizei, dass am Brandenburger Tor weiträumig abgesperrt werde, dass auch die Zu- und Ausgänge der U-Bahn- und S-Bahn-Stationen Brandenburger Tor nicht genutzt werden können und dass auch, ich glaube, sogar auch dazu aufgerufen wird, dass Bürger vielleicht sich heute nicht ausgerechnet am Brandenburger Tor versammeln sollen. Können Sie sagen, was es damit auf sich hat? Also eigentlich ist das ja ein traditioneller Treffpunkt an Silvester, das Brandenburger Tor. Also weshalb jetzt dieses Jahr natürlich die Pandemie, das geht ja für alles, aber hier darf man sich ja auch bewegen, also trotz Pandemie. Also weshalb darf man sich oder soll man sich am Brandenburger Tor nicht bewegen? Hier darf man sich ja genauso wenig ansammeln. Und genau darum geht es, dass man am Brandenburger Tor eben das vermeidet, was sich mittlerweile als eigentlich wunderschöne Tradition entwickelt hat, dass viele, viele Menschen, Tausende da zusammenkommen und den Übergang in ein neues, hoffentlich gesünderes, neue Jahr feiern. Aber genau das ist der Punkt. Dieses Jahr ist es eben pandemiebedingt nicht möglich. Und genau deshalb diese präventiven Maßnahmen und auch nur die Übertragung des Zweiten Deutschen Fernsehens und eben nicht eine Veranstaltung, wie sie sonst stattfindet. Ich muss da noch ein ganz unangenehmes Thema ansprechen. Aber ich weiß, Sie sind ja auch offen für solche heiklen Fragen. Immer her damit. Der Tipp hat die 50 peinlichsten Berliner gekürt und da ist auch die Social-Media-Abteilung der Polizei darunter. Können Sie das kommentieren? Gut, ich habe den Artikel nicht gelesen. Ich weiß nicht, vielleicht, also ich habe einen Artikel gelesen, aber das ist dann Geschmackssache, denke ich. Und wenn der Tipp das möchte, dann steht ihm das völlig frei, dann kann man das machen. So hat jeder seinen Geschmack, jeder seinen Stil, jeder seine Richtung. Ich bin stolz auf die Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, ganz persönlich, weil sie halt mit mir ganz eng zusammenarbeiten und eine hervorragende Arbeit leisten. Das Mal, was daneben geht, das hoffe ich eigentlich in einer deutlich toleranteren Welt, in der wir mittlerweile leben sollten, dass man das verzeihen kann, dass man auch mal nachsehen kann, wenn mal ein Tweet vielleicht nicht den Geschmack von jedem trifft. Uns ist es aber wichtig, eben transparent unsere Maßnahmen darzustellen, offen zu sein, ansprechbar zu sein. Und das machen die Tag ein, Tag aus. Und man darf auch nicht vergessen, das, was man manchmal sieht, den einen Tweet, das ist nur das, was an der Oberfläche glänzt, in Anführungsstrichen. Und das, was darunter passiert, ist in Teilen über Tausende von Kontakten, von Direct Messages, PMs, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, die von den Kolleginnen und Kollegen jeden Tag 24/7 bearbeitet werden, um eben im Kontakt mit den Menschen zu stehen. Von daher ist es Geschmackssache. Ich stehe aber voll dahinter und bin von deren Arbeit überzeugt. Wir nutzen ja auch die Social-Media-Kanäle der Polizei als Informationsquelle, die wir, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, auch hochschätzen. Ich habe eben auch schon Tweets zitiert, also gerade Polizeieinsatz. Der Account finde ich ist sehr hilfreich bei der Recherche, weil da immer auf Aktuelles eingegangen wird. Mir ist es halt nur aufgefallen, als ich wie jedes Jahr mir die Liste angeschaut hat. Aber ich fand, da stand jetzt auch nichts Gravierendes drin zur Begründung. Also es ging da eher um Flapsigkeit, glaube ich, wurde da moniert, wenn ich es mal so sagen darf. Also ich wollte eben nur wissen, was Sie oder in der Pressestelle darüber denken. Ja, was wünschen Sie sich, Herr Polizeioberrat Kaplitz, fürs Jahr 2021? Was sind Ihre persönlichen Wünsche oder auch Wünsche als Polizist für diese Stadt? Als Polizist und Mensch in dieser Stadt wünsche ich mir, dass wir vielleicht wieder ein bisschen enger zusammenrücken. Das hat die Pandemie schon gezeigt, dass wir es können und dass wir es auch tun. Und das macht diese Stadt für mich noch mal liebenswerter. Ich liebe Berlin eben aufgrund der Vielfalt, weil es bunt ist, weil es verrückt ist, lustig, seriös auf der anderen Seite. Also all das bietet gefühlt für mich eben Berlin und von daher liebe ich diese Stadt. Und ich wünsche mir, dass wir das als Gemeinschaft weiter so ausbilden und so weiterentwickeln. Ich würde mir wünschen, dass wir auch den einen oder anderen Fehler einfach mal verzeihen, anstatt uns darüber lustig zu machen, anstatt darüber herzufallen und in Teilen dem Hate Speech, wie es so schön heißt, hingeben, dass Hass zurückgedrängt wird, Gemeinschaft gestärkt wird
Das sind die größten Wünsche, die ich eigentlich für diese Stadt habe, für uns. Und wenn wir noch mal ganz kurz mit Ihnen zurückblicken dürfen auf das Corona-Jahr 2020. Gefühlt gab es mehr Geldtransporter und Banküberfälle als in den vorangegangenen Jahren. Ist das jetzt nur mein Gefühl, meine Wahrnehmung? Oder ich meine, ist es auch statistisch validierbar, dass es doch eine Häufung gab, zumindest jetzt meiner Wahrnehmung nach, Angriffe auf Geldtransporte und Banken? Also müsste ich tatsächlich nochmal genau reingucken in die Statistik, die ich jetzt natürlich nicht aus dem FF beherrsche. Allerdings kann ich mich daran erinnern, dass es zumindest in denen, die mir jetzt erinnerlich sind, tatsächlich auch ein Gefühl der Häufung gab, das sich aber statistisch nicht hat belegen lassen, sodass man tatsächlich sagen kann, es nivellierte sich dann übers Jahr hinweg immer wieder. Aber es gab jetzt schon gefühlt, auch durch die mediale Berichterstattung gefühlt, eine Häufung in den letzten Wochen und Monaten, die sich aber, denke ich, übers Jahr wieder entzerrt. Und was auch noch, glaube ich, rein gefühlmäßig, wahrnehmungsmäßig zugenommen hat, waren die Einsätze gegen Clans, oder? Ich glaube, da hat die Polizei ein bisschen angezogen dieses Jahr. Kann das sein? Also, dass da die Einsatzzahlen hochgegangen sind, Razzien oder Kontrollen gegen das organisierte Verbrechen? Genau, also genau darum geht es ja, gegen das organisierte Verbrechen und die Ausläufer, die sich daraus ergeben, in Teilen dieses aggressive Dominanzverhalten. Und natürlich haben wir da einen Schwerpunkt drauf gesetzt, nicht nur dieses Jahr, sondern auch in dem Jahr davor. Und waren auch knallhart dran, wenn man so möchte. Zwar immer mit Augenmaß, zwar immer verhältnismäßig, aber an dem Thema an sich immer knallhart dran. Denn es ist wichtig für die Gesellschaft, sich auch sicher in der Stadt zu fühlen. Also wichtig für die Menschen in Berlin, sich auch sicher zu fühlen und eben nicht vor diesem aggressiven Dominanzverhalten zurückweichen zu müssen. Das eben ein Ausläufer des Ganzen ist. Und natürlich geht es auch darum, die OK-Strukturen dahinter, die sich in Teilen dahinter verbergen, zu erhellen und damit dann auch nachhaltig gegen vorzugehen. Und drittens und letztens hat meiner Wahrnehmung nach auch die Versammlungslage zugenommen und damit ja auch die Einsätze für die Polizei. Es gab ja teilweise Wochenenden, an denen Versammlungen im dreistelligen Bereich angemeldet war oder dazu aufgerufen wurde. Können Sie das auch bestätigen? Es gab ja auch diese Frag den Staat Anfrage an die Berliner Polizei, mal die ganze Versammlungsdatenbank rauszurücken, sage ich jetzt mal so umgangssprachlich. Das ging aber nur bis Sommer 2020, das Ergebnis dieser Anfrage, was man sich da auf der Webseite anschauen kann. Können Sie denn jetzt schon bestätigen oder bekannt geben, ob es dieses Jahr tatsächlich einen Anstieg der angemeldeten Versammlungen gab? Weil Berlin ist ja sowieso schon Demo-Hauptstadt in Deutschland, kann man so sagen. Oder hielt sich das die Waage mit den vergangenen Jahren? Also Statistikschluss ist natürlich noch nicht, auch wenn aktuell ein Versammlungsverbot gilt für heute. Aber man muss natürlich noch mal gucken und die Daten gegebenenfalls bereinigen. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass es einen immensen Anstieg gab dieses Jahr. Wir haben ihn in den letzten Jahren mit kleineren Schwankungen feststellen müssen. Aber ich glaube, jetzt muss ich überlegen, 2019 waren schon 5.700, legen Sie mich nicht hundertprozentig fest, aber in dem Bereich müssten die Versammlungslagen, also die wirklich abgehaltenen Versammlungen, gelegen haben. Und ich würde sagen, dieses Jahr liegen wir da nochmal deutlich drüber. Also das heißt, es könnten auf jeden Fall über 6.000 Versammlungen sein. Wäre jetzt meine Vermutung, aber eine Vermutung heißt nicht wissen. Von daher würde ich den Statistikschluss abwarten und wenn ich da dann wirklich bilanzieren kann, dann kann ich das gerne nochmal nachliefern. Aber auf jeden Fall gab es einen Anstieg. Und es war ja auch Medien-Top-Thema, immer das Versammlungsgeschehen in Berlin. Absolut. Also das hat ja eigentlich seit dem Frühjahr dann bis zum Jahresende die Polizeiarbeit sicherlich auch begleitet. Ne? Großeinsätze, vor allem am 1. und 29.8., denke ich mal. Das waren ja sicherlich schon Ereignisse, die es so noch nicht gab in Berlin, oder? Unter solchen Voraussetzungen der Pandemie. Na, das ohnehin nicht. In der Form hatten wir als Polizei Berlin noch keine Versammlungslagen, also im Zusammenhang oder das in Einklang auch mit der Pandemie zu bringen. Ne? Auf der einen Seite die Versammlungsfreiheit, auf der anderen Seite den Infektionsschutz. Das ist wirklich eine bisher noch nicht dagewesene Herausforderung. Da mussten wir auch viel lernen, muss man ehrlich sein. Aber ich glaube, wir haben uns sehr häufig eben für die jeweiligen Freiheiten, aber auch für die Sicherheiten, die wir garantieren müssen, entschieden. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass eben Frag den Staat die Versammlungsdaten bekommen hat. Natürlich nicht alle, aber die man halt aus
juristischen Gründen wohl übermitteln durfte. Natürlich jetzt nicht die Namen der Anmelder zum Beispiel, die wurden natürlich nicht übermittelt, aber die Titel der Versammlungen, der Tag der Versammlung zum Beispiel. Werden Sie das denn jetzt auch noch für die zweite Jahreshälfte machen? Weil wie gesagt, diese Daten gehen ja nur bis zur ersten Jahreshälfte. Würden Sie jetzt von sich aus noch alle Versammlungsdaten veröffentlichen oder muss da fragt der Staat noch mal ran gegebenenfalls? Also was wir auf jeden Fall ohnehin machen, ist klar, soweit ich mich erinnere, immer eine Bilanz ziehen, tatsächlich wie viele Versammlungen stattgefunden haben. Das werden wir garantiert machen. Und im Einzelfall kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Dazu müsste ich die Anfrage von Frag den Staat sehen, um mir tatsächlich angucken zu können, wie wurde was begründet, was kann an Daten noch weitergegeben werden etc. Da müsste ich mir die Anfrage vorher angucken, um da auch wirklich eine belastbare Auskunft zu erteilen. Und der Wunsch vieler Journalisten, dass es so eine einsehbare Versammlungsdatenbank gibt oder dass die Polizei Versammlungen, also wenn man Übersichten von Versammlungen herumschickt, könnte sowas im Jahr 2021 passieren? Das wurde ja auch schon oder wird auch schon politisch diskutiert, ob es möglich ist, eben Initiativversammlungen herauszugeben. Das ist ein Thema, das ich genau in dem Feld auch sehe, im Rahmen der Politik, um das dann tatsächlich auch für entweder die Gesellschaft freizugeben oder die Individualrechte der Anmelderinnen und Anmelder in den Vordergrund zu stellen. Da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen, aber da sind wir definitiv nicht diejenigen, die entscheiden. Vielleicht noch eine letzte Sache, was uns ja sicherlich im nächsten Jahr noch begleiten wird, ist die Impfkampagne gegen das Covid-19-Virus. Sind Sie zum Beispiel schon geimpft als Polizeisprecher? Nein, ich bin noch nicht geimpft. Ich glaube, es gibt andere Gruppen, die jetzt bevorzugt werden müssen. Ich freue mich natürlich darüber, dann auch wenn ich darf. Aber vorher sind es eben die Älteren, die Risikogruppen, die geimpft werden sollten, Pflegepersonal, Rettungskräfte der Feuerwehr, also eben diejenigen, die jetzt Menschenleben unmittelbar retten. Und dann stelle ich mich gerne hinten an. Für viel Aufsehen hat noch ein Tweet von, glaube ich, Axel Lier heißt er, der Polizeireporter von der Bild-BZ-Gruppe gesorgt, dass der hat ein internes Polizeischreiben veröffentlicht, wonach angeregt wurde, dass sich Polizisten impfen lassen können, wenn gerade ja verfügbare Impfkapazitäten in den Impfzentren sich ergeben. Ist da jetzt schon was unternommen worden? Es gab ja laut Medienberichten Kapazitäten. Also die Impfzentren Tegel und Arena in Treptow waren ja nicht völlig ausgeschöpft bisher. Hat die Polizei es da geschafft, irgendwie Polizisten hinzuschicken, dass sie sich haben impfen lassen können? Das weiß ich nicht, tut mir leid. Und grundsätzlich wäre es ja auch so, dass das steht ja in dem Schreiben auch, dass wir uns dann auch trotzdem zurücknehmen und eben den Rettungskräften den Vorrang einräumen. Wenn diese Kapazitäten frei sind und bevor sie ungenutzt verfallen, dass wir dann erst klären, sind Rettungskräfte eben schneller heranzuziehen, kurzfristig ad hoc, damit die geimpft werden und dann erst in der Rückfallebene wieder Kolleginnen und Kollegen. Aber Sie wissen jetzt nicht, wie viele Polizisten sich jetzt schon geimpft haben. Das wissen Sie jetzt nicht. Das weiß ich nicht, genau. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Tut mir leid, dass wir da jetzt noch unterbrochen wurden. Und ja, wir wünschen allen Polizisten viel Gesundheit im kommenden Jahr und sichere Einsätze. Vielen lieben Dank. Guten Rutsch. Gleichfalls. Ja.